Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir wollen uns jetzt näher beschäftigen mit einem Pen-Objekt, also mit den Stiften, mit denen wir auf unserer Leinwand, auf unserem Graphics-Objekt malen können. Weil, wir haben ja gesehen im letzten Video, wir können sich das vom System ausbauen. Gibt es jede Menge Stifte, die wir uns ausbauen können, aber hallo, wir sind ja nicht irgendwer. Wir sind ja wir und wir haben ja ein Recht darauf, einen absolut personalisierten und auf uns zugeschnittenen Stift zu bekommen, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Tatsächlich ist es nicht so schwer. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir wollen uns jetzt nämlich ein eigenes Pen-Objekt kreieren. Was braucht man dazu? Das Mindeste, was man für ein Pen-Objekt braucht, ist eine Farbe. Okay? Also man muss auf alle Fälle einmal eine Color definieren. Ja. Können wir so machen, Color. Und den Color geben wir irgendeinen Namen, ja, das nenne ich halt Farbe. Und wie erzeuge ich jetzt so eine Farbe? Nun, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber eine davon, wenn ich wirklich alles selber festlegen will, ist, dass ich sage Color, Punkt, und dann sage ich From ARGB. Und dann gebe ich da eben einen Alpha-Wert 0 bis 255, dann gebe ich einen Rot-Wert 0 bis 255, dann gebe ich einen Grün-Wert 0 bis 255, ja, und dann gebe ich einen Blauer-Wert 0 bis 255 an. Und dann habe ich eine Mischkulanz, eine Farbe mit RGB, eine Farbmischung mit RGB und mit einer gewissen Deckkraft, ja? Und habe eine Farbe. Passt. Ja? Sag, diese Farbe wähle ich. Und jetzt erzeuge ich meinen Pen. Mit dieser Farbe kann ich jetzt meinen Pen erzeugen. Okay? Da mache ich Pen und dann nenne ich den halt Stift. Heute bin ich kreativ. Mein Pen heißt Stift und mein Color heißt Farbe. Und da sage ich, okay, das ist jetzt ein New Pen. Und das Mindeste, was er ihm angeben muss, ist die Farbe, die er hat. Farbe. Fertig. Ja? Welche Sachen, welche Farben hat jetzt so ein Stift? Nun, die Eigenschaft Color hat er, das ist genau das, was wir gerade zugewiesen haben. Ja? Also Stiftfarbe. Stiftfarbe. Haben wir in der Eigenschaft Stift.color drinnen. Kann ich nicht draufschreiben, gell? Müssen wir aufpassen. Das ist eine Color-Struktur eben mit ARGB, ja, Color-Struktur. G, B und das ist alles 0 bis 255. Und mit dem können wir, mit diesen RGB-Werten können wir 16,7 Millionen Farben darstellen und mit den Alpha-Werten können wir die in 255, 256 Schritten zwischen komplett durchsichtig und komplett deckend. Also, für mich reicht es aus für die Personalisierung. Ja, so speziell bin ich auch nicht, dass ich mehr als 16,7 Millionen Farben machen muss. Ja, also da passt. Das passt. Also können wir die Farbe praktisch da festlegen. Wieso, wie oben erwähnt. Dann, was können wir nur machen? Die Breite des Stiftes. Ja, Width heißt es. Ja, die Stiftbreite. Kennen wir ja von technischen Zeichnen, dicke Volllinie, dünne Volllinie. Ja? Das ist der Width-Stift. Punkt. Width. Die Breite einfach. Okay? Was haben wir noch?
Jetzt habe ich schon gesagt, Volllinie. Dicke Volllinie, dünne Volllinie. Aber was kennen wir noch für Linien in technischen Zeichnungen? Wir kennen zum Beispiel eine strichlierte Linie, eine strichpunktierte Linie. Manchmal machen wir so Punktlinie. Ja, wir können die Linienart auch festlegen. Die Linienart kann man mit Stift Punkt Dash Style festlegen. Okay? Und da haben wir, können wir sie vom System ausbauen, Dash Style. Was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es zum Beispiel Punkt Solid. Das ist eine Volllinie. Sowas. Solid. Ja. Dann gibt es ein Punkt Dash. Ein Dash-Teil Punkt Dash. Das ist eine strichlierte Linie. Dann gibt es ein Punkt Dot. Das ist eine punktierte Linie. Dann gibt es ein Punkt Dash-Dot. Ja, werden wir schon wissen, was das ist. Strich punktiert. Ja, Dash-Dot-Linie. Und dann gibt es noch Dash-Dot-Dot. Ja, das ist halt Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Das ist der Dash-Dot-Dot. Das ist der Linienstil. Ja. Was wir nur haben, sind End- und Anfangsstile. Ja, das ist End und Beginn. Stil schreibe. Was das ist, will ich gleich erklären. Also wenn ich dieses Stiftel habe, Stift, ja, Punkt, und da gibt es halt da Startcap und Endcap. Zum Beispiel, das eine ist die Linienstart und das andere ist das Linienende. Und das ist, können wir sie auch wieder vom System holen, Linecap, ja, und da machen wir Punkt. Ja, und da gibt es verschiedene Sachen, und da gibt es Square. Das ist, da hört die Linie so auf. Back. Ja, dann gibt es zum Beispiel Punkt Round. Da hält die Linie auf, wie wenn man es mit einem runden Stift zeichnen würde, mit so. Das ist round. Dann, als Techniker verwenden wir hin und wieder ja Pfeile. Da gibt es zum Beispiel den Arrow Anchor. Schaut dann so aus. Gehen wir Äpfel, ne? Da gibt es zum Beispiel einen Round Anchor. Der würde so ausschauen. Das ist ein Knubbel am Ende der Linie. Ja, oder am Beginn, je nachdem, ob ich Start oder Endcap setze. Ja, ich kann zum Beispiel Startcap mit dem Knubbel machen und Endcap mit dem Pfeil, dann ist das so ein Pfeil mit einem Knubbel am Ende. Ja. Da gibt es auch Square Anchor und Diamond, glaube ich. Ja, da gibt es ein paar, kann man sich ja schauen, wenn man Linecap Punkt schreibt, zack, kommt es gleich. Ist gleich eine schöne Auswahl, kann man sich anschauen. Ja, also das ist der Start- und Beginn-Stil. Und dann gibt's noch was. Die Ausrichtung. Das ist aber ein bisschen eine komische Geschichte. Ja, die Ausrichtung der Linie. Gibt's mehrere verschiedene Arten, aber funktionieren nur zwei. Ja, und auch nur Stift. Alignment heißt es. Und die zwei, die funktionieren, ja, die sage ich jetzt, ja, da kann man entweder zuweisen Pen Alignment Punkt Center Was heißt das? Wenn ich einen Stift habe, der ist so breit, sagen wir, das ist die Linie, die zeichnen da so eine fette Linie, zeichnen der Stift. Ja. Dann ist Alignment Center
dann ist das praktisch die Koordinate, die ich angegeben habe. So wird jede Linie gezeichnet, die ich mit DrawLine zeichne, DrawCurve, das wird alles so zeichnet. Egal, was ich da einstelle, das ist vollkommen irrelevant. Ja. Das, was ich hier, das Einzige, was ich hier ändern kann, ist bei geschlossenen Kurven, ja, bei geschlossenen Kurven kann ich sagen, Punkt Inset. Was heißt das? Ja. Also zum Beispiel, wenn ich da eine geschlossene Kurve habe, einen Kreis, den gebe ich hier so an, ja, und dann einen Kreis, dann wäre hier praktisch die Linie so rundherum. Dann wäre der Kreis mit Center so in der Mitte. Ja, so. Und wenn es Insert ist, ist die äußere, ist das schon der äußere Kreis und so. Ja, dann ist das die gleiche Linienbreite, aber ist anders angeordnet. Ja. Das gilt nur bei geschlossenen Kurven, das da. Ja. Nur bei geschlossenen Kurven. Definieren kann man mehr, da kann man Outside definieren, kann man Left definieren, Right definieren, aber das hat alles keinen Effekt. Das ist vielleicht für später oder im Moment hat das noch keine Auswirkung darauf, wird immer so zeichnet. Egal was ich auswähle, außer geschlossene Kurven, wenn ich Inside ausgesucht habe, dann wird das auch nicht hinzeichnen. Das ist das Ben-Objekt. Das wollen wir uns nämlich in Aktion ansehen. Das, da werden wir wieder herumprogrammieren, da machen unseren eigenen Pen und werden herumzeichnen und werden hoffentlich auch dieses RGB-Werte und so weiter besser verstehen. Machen wir im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.